Dies ist die Geschichte von René Wegner. Sie hat etwas mit Marketing zu tun, mit Lebensgefühl und, ja, auch mit Sport. Im Schwimmbad war es vor einem Dutzend Jahren, da hatten er und seine Kumpels einen großen Ball und eine Tischtennisplatte. Das war die Geburtsstunde des Headies. Es ist natürlich nicht nur eine reine Sportart, sondern es gehört viel außenrum dazu. Das heißt, es ist immer Musik mit dabei, es sind immer Leute, es geht auch immer vor allem um die Leute, die das machen. Man sieht den Leuten an. Auch wenn man den Sport ernst nimmt, man kann Spaß dabei haben. Das ist ja auch das Wesen von Trendsport. Aus der fixen Studentenidee ist heute ein Unternehmen mit Sitz in Kaiserslautern geworden, geführt von René Wegner. Teil des Geschäftsmodells, Franchise-Partner und Turniere auf allen 5 Kontinenten. Die Verantwortung für die Mitarbeiter liegt bei ihm. Es gibt natürlich Drucksituationen, die jeder mitmacht in über 10 Jahren. Ne? Aber die Leichtigkeit ist immer da, weil es mir immer noch Spaß macht. Auf den Sportmessen dieser Welt hat er Preise eingesammelt. Die stehen auch in seinem Büro. Besonders gefreut hat ihn ein Preis für soziales Engagement. Er hat Spenden gesammelt und ist mit seinen Freunden nach Brasilien geflogen, hat in Waisenhäusern und sozialen Brennpunkten Headies-Platten gebaut. Ich hatte schon oft die Idee zu zeigen, dass man mit Headies viel mehr machen kann und mit wenigen Mitteln sehr viel erreichen kann. Das haben wir auch in der Domrep gemacht, haben da auch Partner, die das dann weiterführen. Das macht uns immer sehr viel Spaß. Wir gehen jetzt nach Südafrika zum zweiten Mal und man braucht nicht viel, um ermöglicht Kindern irgendwie Sport zu machen, die es sonst nicht machen können. Das ist wichtig. Wobei es seit wenigen Wochen etwas gibt, was noch wichtiger für ihn ist. Mit Marga, Spanierin und zweifache Headies-Weltmeisterin, hat er Bruno in die Welt gesetzt. Das Top-Ergebnis in Sachen Headies sozusagen. Wo ist der Tadi? Dass er irgendwann mal sieht, was Headies ist und wie gut die Mama Headies spielen kann und dass der Papa es erfunden hat. Das ist natürlich ein Traum. Ob er jetzt spielt oder nicht, das ist mir eigentlich ganz egal. Er kann machen, was er will. Das hat Papa schließlich auch getan. So hat er gerade den neuen Weltmeister geehrt. Nur Olympia wäre noch eine Steigerung. Headies wäre nicht die erste Trendsportart, die es dahin schafft. Ich will gar nicht, dass es olympisch wird, wenn man Olympia immer mit einem großen Stadionbau verbindet oder mit einem Dopingskandal. Da ist Headies einfach viel ehrlicher und viel olympischer als die Olympischen Spiele selbst. Deswegen brauchen wir das nicht. Er hat offenbar eine ganz eigene Vorstellung von seinem Sport. Aber die hat er ja auch von seinem Leben. Oder gibt es sonst wo noch einen erfolgreichen Jungunternehmer in Sachen Sportmarketing, der seine Doktorarbeit fertig in der Schublade hat und dem es egal ist, wie sein Chefsessel aussieht?